So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Stream, beziehungsweise der Nachholstream für gestern, weil ich ja gestern nicht live war. Hallo. Verzeiht mir bitte, wenn ich heute ein bisschen gähne. Ich bin leicht müde. Ach ja. Was ist los? Habe ich wirklich Strausberger Straße geschrieben? Heißt doch Strausberger Platz, das Ding. Apropos, ich muss auf Twitch übrigens noch die Informationen ändern. So. Und damit erstmal... Gehen wir mal zum U-Bahnhof. Muss man auch mal gerade nebenbei noch den Chat aufmachen. Der Repaint-Bug wird heute Abend im Nachtupdate mit veröffentlicht und behoben. Und was euch jetzt so ein bisschen umhauen wird, also zumindest die, die jetzt nicht aus Berlin sind und das wegen dem U-Bahnhof schon kennen. Der U-Bahnhof Strausberger Platz hat sehr, sehr, sehr große Ähnlichkeiten zu dem Schillingstraße. Wie ihr hier seht, genau derselbe Spaß, genau dasselbe Aussehen, genau dieselben Säulen, genau dieselben Bänke. Also im Großen und Ganzen gesagt, Copy and Paste. Auch die Anzeigehalterung muss ich nicht nochmal bauen. Wir können rein theoretisch eigentlich alles machen und ja, damit fangen wir jetzt an. Wir holen uns jetzt mal ein Wandstück aus der Schillingstraße, damit wir jetzt anfangen können, die Wände zu legen. In Zwischenzeit lädt sich hoffentlich der Issi auch schon drauf, der nämlich heute dabei ist. Ich bin mittlerweile schon drauf. Ich bereite mir nur gerade über das iPad mir das Video vor, mit dem ich es nachbaue. So, das ist jetzt natürlich keine Wand der Schillingstraße mehr, sondern das ist jetzt eine Wand von Strausberger Platz. So, jetzt müssen wir die erstmal richtig einfärben, bevor wir die neu kopieren. Und zwar haben wir hier die Farbe, ja, es ist ein sehr schönes grünes Wunderland. Ich weiß nicht, wem gefällt das farblich so? Ist das euer Geschmack? Oder eher nicht? Hallo übrigens auch an alle, die jetzt dazugekommen sind. Das sieht irgendwie sehr blau aus, warum auch immer. Ich sehe den Fehler. Der RGB ist nämlich 179, 169, 159. Damit sieht das auch nicht mehr so blau aus. Also, euch gefällt die Farbgebung? Schaut besser aus als der U-Bahnhof Rotes Rathaus. Was habt ihr denn gegen Rotes Rathaus? Der sieht wenigstens noch ein bisschen modern aus. 127, 148, 115. Was natürlich nach IP-Adressen klingt, ist natürlich keine IP-Adresse, sondern ein RGB-Farbcode. Welche Robux-Version vom Citaro? Welche Robux-Version vom Citaro, bitte? Habe ich was verpasst, was ich veröffentlicht habe und nicht weiß?
mir ging es am Abend nicht gut und ich hatte auch am Abend ein bisschen gezockt und deswegen auch ein bisschen die Zeit verplant. Deswegen gab es gestern keinen. Izzy, ich pass dir den nächsten Stiegel an, ne? Also Strausberger Platz, dann kannst du die Wand wieder bestücken wie am Schillingstraße, ne? Ja, ich hab gehört. Ich muss aber nur gerade von meinem Kopfhörer das Polster wieder dran machen, weil das ist gerade abgeflogen. Beim Facelift-Paket wird eine Game Pass-Version dabei sein. Diese Game Pass-Version beinhaltet 7 weitere Varianten vom Facelift. 3 sind wieder gratis. Und der Preis wird sich zwischen 125 und 150 Robux belaufen. Und ist damit relativ günstig. Ich sag mal so, wenn jetzt kein größeres Buspaket ansteht, wo irgendwie 15 bis 20 Varianten drin sind, sondern nur wie immer halt 5 bis 7 Stück, dann bleiben wir immer unter 200. Sollte es irgendwann doch mal ein größeres Buspaket geben, dann kann es über 200 kommen. Aber bis jetzt ist erstmal kein so großes Buspaket geplant. Sondern eher, wir teilen sie lieber auf kleinere Pakete auf, damit ihr halt eine günstigere Methode habt, diese zu kaufen. Ach, da war ja was mit dran ziehen. Danke, Roblox. Hier ist ja auch, im Fandom haben wir schon die Seite. Wir werden demnächst hier eine Repaint-Kategorie hinzufügen. Ihr könnt mir gerne ins Fandom hier reinkommentieren, welche Repaints ihr gerne hättet für den Facelift. Ich würde mich über die Kommentare riesig freuen, dass wir da zusammen eine ganze Repaint-Liste erschaffen im Fandom. Soll ich dir gerade mal die Wand rüber kopieren oder machst du das? Ich bin schon bei. Ich habe gerade begonnen, die zu verschieben und dabei vergessen, dass ja Roblox dieses Steuerungsupdate hatte. Okay, der Browser will nicht. Och, lieber Browser. Ist gerade Edge abgestürzt? Ach, dieser Schmutz kann gar nichts wiederherstellen. Mm. Ja, andauernd schmiert der Scheiß ab. Wieso statt... Warum hat sie gerade Snapchat gestartet? Bitte ignoriert, dass hier steht, dass ich eine ältere Version nutze. Ich habe die aktuellste drauf, daran liegt's nicht. Auch wenn YouTube da den ganzen Tag drüber rumflennt. Kann ich jetzt einen neuen Tab öffnen? Nein. Da wollen wir hin. Lol, wir haben sogar schon Steckbrief auf Google. So, für alle, die da gerne mal hin kommentieren wollen, ich schicke euch einen Link gerne rein zur Facelift-Seite. Einfach hier unten in die Kommentar-Up-Section rein, für jeder, der einen Account hat. Ansonsten könnt ihr natürlich uns auch die Repaints weiterhin über Discord und Co. auch sagen. Oder über WhatsApp oder über alle unsere Kontaktmöglichkeiten eigentlich. Instagram, TikTok. Na, TikTok ist immer schwierig, weil dort geht das in den Kommentaren sehr schnell unter. Man kann auch mit dir auch privater reden schreiben. Na, hier habt ihr ja Social Media und dort habt ihr ja alle meine Kontaktmöglichkeiten drin, von oben bis unten.
Also die meisten davon sind Kontaktmöglichkeiten, manche davon sind einfach nur Accounts. Zum Thema Fandom auch. Bei Fandom bin ich auch hier im Diskussionsbereich sehr aktiv. Wenn wir schon mal gerade dabei sind. Der Beitrag wird natürlich gleich wieder gelöscht. Sowas gehört sich dann wiederum nicht. Wir können uns ja mal später auf Discord, wenn du hast, zusammensetzen. Dann kann ich dir nochmal versuchen zu helfen. Ach ja, ich wollte mir mal so eine Mikrofon-Geräuschfilter mal einbauen. Wird ab nächste Woche dann auch drinne sein. Damit ihr hier nicht mehr bei mir mein Trinken oder so hört, weil ich habe halt öfters meinen trockenen Hals und da muss ich halt viel trinken. Kannst du dich bitte enthängen, Roblox? Ich möchte gerne weiterarbeiten. Und ich glaube, die Spieler wollen auch ein Berlin-DLC haben. Wir sind bei Strausbergplatz, sind das dieselben Treppenbreiten wie bei Schillingstraße? Nein, weil da die Rundung wegfällt. Das heißt gleich breit. Du musst das halt nicht überhaupt sowieso die Mauer gemacht habe. Ich spüre mal zurück, die Musik ist ja gerade schrecklich. Ach, herrlich mit Roblox hier. Während Roblox dann lädt, können wir ja auch nebenbei auch was anderes machen. Man muss ja nicht hier die ganze Zeit zuschauen, wie Roblox lädt. Dafür streame ich ja hier auch nicht live. Damit ihr Roblox beim Laden zuschauen könnt, was Roblox eigentlich gefühlt den ganzen Tag macht. Wir haben immer noch ein bisschen zu tun. Ihr bekommt ja auch bald das neue Ingame-Menü, was ich ja schon mal in einem Stream gezeigt habe. Und hier ist schon ein Bug. Perfekt. Das Menü ist nicht mehr öffentlich und hat schon Fehler. So. Ich hoffe, ihr freut euch da bald auch auf das neue Ingame-Menü. Damit schickt euch das Haus-Symbol dann nämlich nicht mehr einfach so ins Hauptmenü zurück, sondern ihr landet in diesem Menü. Den Button können wir mal gleich hier einfügen. So. Dann hoffen wir mal, dass Roblox sich bald enthängt, dass wir hier weiter auch einen ÖPV-Satter machen können. So, Übersetzung. Deutsch bleibt Deutsch. Englisch. Die Tatra-Münzen bekommt ihr später auch durchs Fahren und durchs Routenabschließen erfolgreich. Dafür werdet ihr dann auch belohnt oder ihr könnt sie halt über Robux kaufen. Beide Methoden sind bei uns möglich.
Und mit den Münzen könnt ihr auch später viel, viel, viel anstellen. Ich merke es jetzt, dass mein Roblox Studio auf Deutsch gestellt ist. Seit dem neuesten Update. Sonst hat Roblox schon eine Weile. Ich hab's mir auf Englisch zurückgestellt, da ich mit Deutsch gar nicht klarkomme im Roblox Studio. Ah, ich hab's irgendwie seit dem letzten Update. Nichts Interessantes Neues. Ach, Mann. Ja, tut mir jetzt leid, dass wir jetzt hier gerade nur Ladebildschirm haben. Ah! So, und so können wir das nämlich auch austricksen. Bruno, und dann geht's nach Bahnhauptbahnhof. Ich bedanke mich bei Roblox auch für den Scheiß. Ich kann nicht mich mehr bewegen. Ich kann mich nur noch mit Verschieben bewegen. Ich kann nicht mehr... Ach man. Wann hat das Roblox Studio mal keine Probleme? Ich streame heute, weil es gestern keinen Stream gab, weil ich gestern ging es mir teilweise nicht gut und ich habe mich dann ein bisschen im Zocken, ein bisschen in der Zeit verkalkuliert. Hausberger Platz ist ja nicht so wie bei Schlingstraße, Spruch, Werbung. Nein, da hast du am Anfang irgendwie drei Werbetafeln dazwischen. Am Ende drei Werbetafeln und dann ganz vorne auch noch Werbetafeln. Und dazwischen dann... Falsche Richtung. Ich glaube, vier Strausberger Platzschilder. Den Strausberger Platz mache ich dir gleich und die anderen Elemente bekommst du hier. Ich klaue jetzt nämlich hier auch die Säule. Kannst du gerade die Dinger rüberschicken? Ich habe das heute noch nicht erwähnt. Heute ist ausnahmsweise mal nicht Nevio, nicht Pedro oder Kev dabei. Heute streame ich mal zusammen mit Izzy. 6, 7. Izzy ist auch ein Developer im ÖPNV-Simulator-Team. Ihr werdet ihn wahrscheinlich eher in-game schon mal gesehen haben, definitiv. Livestream war ich auch schon öfters dabei. Scheinbar erinnert sich keiner mehr an dich. Ich war sehr selten mit dabei. Ja, Nevio ist nicht da, den könnte ich jetzt also nicht fragen. Aber ich glaube, die Gildet-Nutzer wurden nur überinformiert, was von Nevio ein bisschen nachsorglich... Oh. Ja, ich zeige euch gleich die Ankündigung von Nevio. Mit dem Update habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Selber noch nicht durchgelesen. Oh. Weil ich nicht mal bei Gildet angemeldet bin. Ups. Derzeit suche ich mir noch hier Street View Bilder. Aber leider kann. Die Hintergrundmusik übrigens heute auch wieder ist wie immer NCS. Der Gaming-Livestream gibt da nämlich einen guten Musikmix her für Livestreams, dass ihr nicht jeden Tag hier dasselbe im Stream hören. Ja, passt. Fast. Okay, hier passt.
bin immer noch am gucken, wie groß ist immer der Abstand. Na, zähl das auf Google Earth aus, Maps. Ja, aber da findest du keine Street View Bilder und keine Bilder, wo du das richtig siehst. Hier war wirklich noch keiner mit Street View. Vielleicht kann ich da sogar noch aushelfen. Weil ab Alexanderplatz habe ich nämlich auch in beide Richtungen jeden U-Bahnhof einmal abfotografiert. U5, Strecke, Strausberger Platz. Stellt euch übrigens ein, dass ihr aus der Roblox-Toolbox von offiziell Roblox erstellt klassische Musik hören werdet an diesem U-Bahnhof. Warum? Weil das... Ist immer Musik. Ja, die BVG hat dort, für alle, die es auch mal interessiert, Ambient hinzugefügt, also klassische Musik. Ich weiß, ich kenne den Sinn dahinter nicht, aber... Ist die BVG. An einem U-Bahnhof Klassikradio zu hören, wer wollte das nicht schon immer mal tun? So, Izzy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, alle 15, ja, natürlich 16 und 17. Jede 17. Karre musst du aus der Wand reißen und gegen Namen austauschen. Das heißt, zwischen Schild und Schild 17 Platz lassen. Ja. Hier haben die das wirklich lang gemacht. Und vorne bei der Werbung, also davor kommt Schild, dreimal Werbung, dann... Palette, melde dich mal wegen Bewerbungsgespräch nächste Woche Dienstag gegen Abend nochmal bei mir. Die Deckenplatten haben ja auch eine andere Farbe hier. Obwohl, logisch, alles. Die sind, das hier sind dunkler. Das hier. Da brauchen wir. Da brauchen wir 52, 56, 41. So, da kommt das erste Schild. Ich habe auch die Frage überlesen, was kann man mit Tatra-Münzen machen? Tatra-Münzen geben euch in Zukunft ein paar Sachen. Bis jetzt ist das grob geplante, was er bis jetzt damit tun kann. Vor allem gibt es einen Special-Shop. Nur für Tatra-Münzen. Da gibt es dann auch nochmal Objekte und so ein Kram drin. Accessoire-Teile für Fahrzeuge und so weiter und so fort. Mir passiert immer derselbe Fehler, dass ich immer in die falsche Richtung fliege. Ja, ab und zu auch. Das wird noch aktualisiert, dass sie auch Skins bekommt. Keine Angst, da sind wir noch am Arbeiten. Wir überarbeiten ja dieses Jahr viele, viele, viele Fahrzeuge. Zum Beispiel kommt doch der GT6N dieses Jahr noch seine Repaint-Fähigkeit, dass man Werbungen und Ähnliches da drauf tun kann. So. Ach, falsche Richtung. Eine Repaint-Aktualisierung kommt auch noch für einige Fahrzeuge, wie zum Beispiel beim B100S. Ab 29.02. legen wir damit los. Wenn ihr dann das neue Berlin-DLC habt und fahren könnt,
legen wir dann mit Aktualisierungen und Bugfixes und Reworks los und neuen Fahrzeugen. Kannst du mir gerade mal den Haarzug rausfahren? Da erstmal hier Lichter hinbauen, so. Welchen? Den hier. So. Wo bin ich? Ah. So. Hier müssen jetzt ungefähr, glaub, 20 Dachplatten drüber. War das gut geschätzt? Na, es war ein bisschen zu viel. Wenn das leicht drüber hängt, ist das an sich nicht allzu schlimm. Jetzt hat es natürlich, ist sie hier schön dunkel. Nö, bei mir ist es immer noch hell. Ach ja, wegen niedriger Grafik. Muss ich leider ja machen. So, und damit ist der Grundaufbau für den U-Bahnhof Strausberger Platz schon wieder abgeschlossen. So. Mir geht's gut. Und wie geht's dir, David Okani? Facelift noch nichts Neues. Nichts, lieber. Also das, was auch beim letzten Mal drin war, ist heute drin. Ich habe ja gestern nichts groß gemacht am Abend. Aber für alle, die es jetzt noch nicht gesehen haben, ist jetzt der Nachläufer für den Vierachser, der erste, schon drin. Also der Dreitürer Vierachser ist schon mal mit dabei, für die, die ihn noch nicht kennen. Da kommt natürlich auch noch die viertürige Version noch hinzu. Keine Ahnung, wahrscheinlich, weil heute Samstag ist und ich samstags normalerweise nicht streame. Der Bahnsteig ist leicht zu niedrig. Oh. Das beheben wir mal ganz flott. Das soll natürlich nicht so sein. Also der Bahnsteig muss zum Zug passen. Wie markiere ich das jetzt am dümmsten? So, damit haben wir jetzt nur alle Bahnsteigselemente. Und passen das jetzt zum Zug an. Perfekt.
neue Straßenbahnen und neue Busse erscheinen erst wieder ab 29.02. Solange wird sich erstmal nur auf das U-Bahn-Berlin-DLC konzentriert. So, hier oben, wo muss der Name hängen? Genau, hier. Bereite gerade soweit diese Abtrennungen vor. Ja, ich bereite jetzt gerade schon Dieke vor für die Schillingstraße. 3, 4. Oh. Boah. Heute, diese Aufgabe wird jetzt leichter als bei der anderen Straße. Ach Windows, such doch mal. So, jetzt müssen wir erstmal schon die Schriftart wieder finden. Die habe ich mir nämlich nicht gemerkt. War natürlich ein bisschen dumm von mir. Ich habe Wasser. Franklin Dingsbums. Strausberger Platz. Oh. Gäbe es vielleicht eine Möglichkeit, dass du hier auf Discord auch ein Streamen machst? Auf YouTube ist das ja alles immer verzögert. Oder nicht so ganz. Hat wohl doch nicht gepasst, die Font. Ja, beim nächsten muss ich mir aber den Fontname merken, dann sollte das auch viel schneller wieder gehen. Wie viele 100 Millionen Schriftarten gibt es denn, Alter?
Das ist Strausberger Platz. Bitteschön. U-Bahnhof Strausberger Platz. Nur hier steht noch Schillingstraße drauf. Ach ma. Die war's auch nicht. Auch nicht. So. Perfekt. Auch noch reingeschissen gerade. Strausberger Platz. So. So, Text ändern. Mann. So, jetzt kannst du das auch an die Wand platzieren. Ja, warte mal, ich muss jetzt mal kurz... Hallo Hauskatze. So, und damit ist auch die Streaming-Zeit gleich schon wieder zu Ende. Auch wenn das total kurz kommt heute. Weitestgehend geht es noch plantechnisch auf, dass wir am 29.02. veröffentlichen. Dies sollte technisch auch machbar sein. Wir sind ja auch noch weit. So, damit würde ich erstmal sagen, dass wir heute noch den Stream beenden. Und wir uns am Montag wieder zur ursprünglichen Zeit wieder hören. Und am Montag bin ich nicht dabei. Ja, Montag ist dann wieder jemand anderes dabei oder ich alleine. Und damit sage ich ciao und bis Montag. Tschüss.